ich bin die Hanna. Und ich bin Jo. Und wir haben 2020 unsere Fachhochschulreife im Bereich Gesundheit absolviert und wurden daher von der Frau Dr. Weber gefragt, ob wir bereit wären, ein kurzes Video über unsere Erfahrungen zu drehen. Und für die Frau Dr. Weber machen wir das doch immer gern. Genau, also als erstes würden wir euch ein bisschen was von unseren eigenen Erfahrungen erzählen, beziehungsweise wie wir eigentlich in der FOS gelandet sind. Ich würde mal behaupten, bei uns beiden war das recht ähnlich. Ja, wir haben beide die 11. Klasse an einer anderen Schule begonnen und haben irgendwie recht schnell für uns gemerkt, dass es nicht so passt, dass wir uns nicht so wohl fühlen und wollten beide neu anfangen. Und genau den haben wir auch in der FOS gefunden. Ja, also ihr fragt euch jetzt bestimmt, passt das Konzept zu euch und seid bestimmt auch interessiert an der FOS, sonst würdet ihr euch das Video wahrscheinlich nicht angucken. Und genau aus diesem Grund erzählen wir euch jetzt einfach mal ein bisschen was. Genau, dafür würde ich euch jetzt ganz grob das Konzept erläutern. Es ist nämlich so, dass ihr im ersten Schuljahr 3 Tage lang im Praktikum seid und 2 Tage lang Unterricht habt. Und im folgenden Jahr, also im zweiten Jahr, habt ihr dann nur noch Unterricht. Was beim Praktikum mega cool ist, ist, dass es Kooperationspartner von der Schule gibt, wo ihr euch Inspiration holen könnt, ihr jedoch auch die Eigeninitiative ergreifen könnt, um Betriebe anzufragen, für die ihr euch interessiert, wodurch das Spektrum an Dingen, die ihr machen könnt, natürlich riesengroß ist. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ins Fitnessstudio gegangen bin und du kannst ja selber mal sagen. Ja, also ich war im Pfalzklinikum in Klingenmünster auf der Station P16 im Bereich Psychosen und Schizophrenie. Genau, ihr fragt euch jetzt bestimmt auch, was könnt ihr überhaupt mit eurem Abschluss anfangen? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen wäre das die Ausbildung. Genau, bei der Ausbildung ist es so, dass bei uns in der 11. Klasse sind so viele in ihrem Praktikum so aufgegangen oder haben einfach Angebote bekommen, mit denen sie mega happy waren, dass sie sich dafür eine Ausbildung entschieden haben. Und also wir haben ja mit denen auch noch Kontakt teilweise und die sind echt immer noch mega happy mit der Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Genau, und die zweite Möglichkeit wäre natürlich das Studium, wofür wir beide uns auch entschieden haben. Also es ist so, dass man mit der Fachhochschulreife an jeder FH studieren kann. Das ist oft ein bisschen ein Missverständnis, ging mir auch so. Man kann, also viele denken, dass man nur in dem Bereich, in unserem Fall jetzt Gesundheit, an der FH studieren kann, aber es ist nicht so. Also ihr könnt in jeden Bereich gehen, meinetwegen, wenn ihr Bock habt, Mechatroniker zu werden, warum auch immer, dann ist es auch möglich. Genau, also in meinem Fall war das so, eigentlich war es immer mein Traum, Psychologie zu studieren und da habe ich jetzt auch eine FH gefunden, wo das möglich ist. Aber ich würde mal sagen, dass wenn ihr da genaueres zu wissen wollt, hat die Frau Dr. Weber da ein bisschen mehr Ahnung und ich denke, die ist da auch immer offen für Fragen. Genau. Bestimmt. Und bei mir war es so, also oder bei mir ist es so, ich weiß immer noch nicht genau, was ich machen möchte. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, macht euch da bitte keinen Stress. Aber was mir die FOS gezeigt hat, ist, dass ein duales Studium einfach viel besser zu mir passt und das ist echt viel wert. Ja, genau. Was wir auch noch ansprechen wollten, ist unser Reifungsprozess in der Zeit. Also man muss echt sagen, wir haben uns so krass in dieser Zeit verändert. Ich würde mal behaupten, das liegt vor allem auch an dem Schulkonzept, durch die Praktikum vor allem und... Ja, und auch die Lehrer. Also wir hatten echt Top-Lehrer, die sich super engagiert haben. Ja, genau. Das ist echt viel wert. Also beim Praktikum muss ich echt sagen, am Anfang wird man da echt ins kalte Wasser geschmissen. Und man muss natürlich auch sehr diszipliniert sein, aber ich würde wirklich behaupten, dass es das... Das ist es so wert. Ja. Also ich habe auch einfach gemerkt, also ich hatte in meinem Praktikum im Fitnessstudio viel mit Leuten zu tun, musste viele Gespräche führen, auch viele Telefonate, wo ich mir am Anfang ein bisschen schwer mitgetan habe. Aber ich bin dadurch viel offener geworden und bin in solchen Dingen auch mittlerweile echt richtig gut, was mir fürs spätere Leben auch ungemein hilft. Also man kann wirklich sagen, es war die beste Entscheidung. Ja, eine bessere Entscheidung hätten wir nicht treffen können.